Rüdiger Schwan wurde 1951 in Fürstenau geboren. Seit einigen Jahren lebt der Künstler mit seiner Lebensgefährtin in Lahr. Der Weg zur Kunst war lang. Über die Tätigkeit als Schornsteinfeger bis 10 Jahre beim Bund war vieles dabei. Irgendwann kam er zu dem Entschluss, sein Abitur nachzuholen und in Osnabrück Kunstpädagogik zu studieren. Neben dem Verkauf seiner Kunst bietet er außerdem Kurse an. Wir haben ihn in seinem Haus in Lahr getroffen und seine Werke angesehen und wollten von ihm unter anderem wissen, was ihn zu seiner Kunst inspiriert. In der Kunst verarbeite ich eigene Probleme, also menschliche und zwischenmenschliche Verhaltensweisen, aber auf der anderen Seite auch politische Sachen, wobei man sich fragen muss, was ist nicht politisch. Aber ich kann mit meiner Kunst zumindest meckern. Ich kann anprangern, ich kann zwar nicht unbedingt verändern, den Anspruch hatte ich mal vor langer Zeit. Ich denke aber nicht, dass man durch ein Bild Probleme lösen kann, aber man kann anstoßen. Bei der Einrichtung seines Hauses, welches er auch als Ausstellungsraum oder für seine Malkurse nutzt, hält er es gerne fernab von jeglichen Normen. Außerdem fallen einige Materialien wie Fundsachen, Strandgut oder alte Zeitungen immer wieder auf. Uns hat interessiert, warum er sich gerade für diese Dinge entscheidet. Dinge, die ich einfach erstmal finde. Ich weiß aber, also gefühlsmäßig weiß ich, dass ich da irgendwie was mitmachen kann. Ich spreche mich also an. Sodass dann in Verbindung mit dieser Papiergeschichte eigentlich was ganz Neues entsteht.